Das Dach, die Wand und die Terrasse, das sind die drei großen Bauprojekte, Renovierungsprojekte, die das Goetheanum jetzt vor sich hat. Ich sitze hier mit Martin Zweifel, dem Leiter der Bauadministration des Goetheanum. Beginnen wir mit dem Dach. Was ist da die Aufgabe jetzt? Ja, in erster Linie das wieder dicht kriegen. Weil da ist ja dieser Schiefer drauf. Das ist jetzt eine gebrochene Platte, von denen haben wir immer mehr. Und zwar einfach deshalb, weil der Schiefer mit der Zeit mürbe wird. Er wird einfach auf der Seite so mehlig und dann springt er auch viel leichter. Ja. Und wenn der gesprungen ist, dann hält er natürlich nicht mehr, weil der an Eisenhaken hängt. Und bei Sturm fliegt er uns durch die Gegend. Und hinter uns sehen wir die Wand des Goetheanum und damit auch das mächtige Problem, mit dem ihr konfrontiert seid. Ja, und zwar sind gerade hier in dem Bereich Versuche gemacht worden, denn das Problem ist, der Beton ist ein ziemlich lebendiges Material. Erstens wussten die nicht, dass der Beton, damit er diese Wirkung hat auf die Eisen, müssen die Eisen 3 cm überdeckt sein vom Beton. Wir haben Stellen, wo die Eisen gerade so ein paar Millimeter überdeckt sind. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass der Beton, wenn er nicht eine ganz gute Mischung hat, oder also jedenfalls passieren da chemische Prozesse, dass diese alkalische Wirkung nachlässt. Und beide Gründe führen dazu, dass irgendwann mit der Zeit Wasser an die Eisen kommt. Dann fangen die an zu rosten, beim Rost werden sie dicker, dann platzt der Beton weg, dann kann das Wasser noch besser dran und dann geht das so ein Prozess, der sich beschleunigt. Und bisher hat man das ja dann mit neuem Beton gelöst, das Problem. Genau. Das scheint nicht mehr so weitergehen zu können. Ja, das haben wir genau in diesem Ostteil, in dieser Kiste, ich sag's ein bisschen böse, dort ging das, weil das waren gerade Flächen. Deshalb haben wir gesagt, das muss mit anderen Mitteln sein. Da gibt es Anstriche, die so wie ein Wasserlack drauf sind. Völlig durchsichtig. Das ist kein Wasserlack, es ist ein Anstrich, der verhindert, dass Wasser reingeht, aber dampfoffen ist, dass der Dampfdruck von innen durch die Wand durch kann und sich nicht gerade da drin wieder ansammelt. Und damit würde das weitere Verrosten gestoppt werden. Genau. Das dritte Projekt ist dann die Terrasse, die ja genauso wie der Schiefer, wie der Beton, ein Wahrzeichen zum Gesicht des Goetheanum gehört. Was ist da das Problem? Die Oberfläche, dieser Teer selber. Und das heißt, wir müssen, wenn wir den neu machen, das muss weg. Das garantiert uns keiner, da wieder was drauf zu machen, weil schon zu viel Wasser drin ist. Das heißt, wir müssen alles wegnehmen. Ein Aufbau, der kann ähnlich sein. Der Aufbau war nicht so verkehrt. Es war nur dieses Problem, dass der Teer nicht abgedeckt war. Das heißt, wir müssen in Zukunft eine Abdeckung haben und da muss man dann sehen, was da kommt. Weil das letzte Projekt ist, was wir machen, haben wir da auch noch Zeit, das zu planen. Der Bau ist ein Herzstück der Gesellschaft und die ganze Gesellschaft muss diesen Bau tragen. Auch innerlich, sonst wird das nichts, ganz abgesehen vom Finanziellen. Und da helfe ich natürlich gerne mit. Das Material an sich hat einfach die Tendenz, kaputt zu gehen. Das tut alles, was physisch ist. Und wenn nicht eine entsprechende, dauerhafte Pflege und Zuwendung da ist, dann sieht man das dem Bau an. Also diese Zuwendung, das gehört zusammen, sonst überdauert das nicht. Und ich habe das Gefühl, das Goetheanum hat noch eine Wirkung in den nächsten 400 Jahren. Also wir werden es noch ein paar Mal sanieren müssen. Und deshalb sind auch die Sanierungen, die kann nicht jetzt sein, so lange bis ich pensioniert werde, sondern ich muss darüber rausdenken, wie dann die Nächsten sanieren und wie die über uns denken. Also das hat eine lange Dauer und die geht nur, wenn die entsprechende Pflege und Zuwendung auch seelischer Art da ist.